Sie haben nach außen angespielt, der komplette Block nach außen gerückt und da war die Mitte komplett frei. Ja. Meier mit der Angabe. Und klasse gerettet. Und der Ball dann zu weit von Kostrot. Ja, da muss man sagen, der Ball war super geholt nochmal von der Nummer, von der Partie Thormann. Und dann hat natürlich Sonthofen den Ball ins Aus. Und Sie hören es, die Halle ist da. Toll, 19:8. Da kann man auf Schweriner Seite sicherlich mit zufrieden sein bisher. Nadja Schaus. Gut gesehen. Auch gut gesehen, na sicher. Auch die Sonthofener können Volleyball spielen, sonst würden sie ja nicht hier sein. Und auch die finden die Lücke im SSC-6er. Und ja, nun steht es 19:9. Ja, ich habe eigentlich jetzt mit dem Ball gerechnet, dass sie gleich schlagen können. Und plötzlich ist der Ball auf SSC-Seite. Und dann drin. Und da haben sie ein bisschen Glück, Adlerowa. Ja, da hat Adlerowa ein bisschen Glück. Der war vielleicht nicht hart genug angebockt, aber... wie soll es? Er fällt runter ins Feld der Sonthofener und der Punkt ist da, 20:9. Und jetzt erneut Auszeit genommen von Sonthofen. Und ist das klare Zeichen vom Trainer, den Satz noch nicht aufgeben? Jetzt meinst du, bei Sonthofen? Ja. Na, ich denke, das scheint ein bisschen zu illusorisch. Er wird sicherlich sagen, Jungs oder Mädels, gebt euch nicht auf, kämpft. Der Satz scheint weg, aber es gibt noch mindestens zwei Sätze und da machen wir es besser. Also er wird sich schon noch irgendwo taktisch versuchen, richtig einzustellen auf den SSC. Ja, jetzt haben wir es auch nochmal hier vorne gesehen. Die Mädels machen sich nochmal selber Mut in ihrem eigenen Kreis und Patricia Thormann mit der Angabe. Ins Netz. Punkt für Sonthofen, 20:10. Ja, auch das passiert einer Paddy Thormann, das passiert ganz anderen Spielerinnen, also deshalb muss man nicht den Kopf in den Sand stecken, es steht 20:10 und die Chance für Sonthofen mit der Aufgabe durch Nummer 15. Sina Kostort vielleicht den nächsten Punkt zu holen. Janine Völker scheitert da und dann erneut das Netz schlagen von Meier, 21:10. Und das scheint mir aber doch ein wenig häufig, wie oft der Ball auf Sonthofener Seite dann ins Netz geht. Ja, es ist mir bisher noch nie aufgefallen, dass in der ersten Liga der Frauen eigentlich so viele Bälle ins Netz gehen. Aber ja gut, passiert, tut alles Außergewöhnliches in jeder Sportart und das macht den Sport ja auch so interessant. Das war ja schön gespielt vom Schweriner SC. Adlerowa steigt da hoch, bleibt am Block hängen. Und der diagonale Pass in die Lücke des SSC erzielt durch die Nummer 11 der Gäste. Jana Gogolowka. Ja, zum 21:11. Also schön gesehen, da kam Kaufeld zu spät zum Block und dann durch den Block durchgeschlagen. Und Ittlinger mit der Angabe. Oh, da haben sie Glück gehabt, die Adlerowa. Block angeschlagen. Ja. Mächtig Glück für die Nummer 2 Adlerowa und ja, wie gesagt, das gehört auch dazu, aber sie machen heute ihre Sache richtig gut, die Mädels, muss ich ganz ehrlich sagen, und es steht 22:11 in Satz 1. Ja, und jetzt darf die Erfolgsaufschlägerin für den SSC Berit Kaufeld wieder ran. Der gefährlich, aber das war gut gelöst, haben sie die kurze Variante gespielt? Ja, die kurze Variante haben sie auch sehr, sehr gut gelöst und nach links gespielt und dort den Platz gefunden und es steht 22:12. Und Gogolova mit der Angabe und die ist soweit 23:12. Denise Hanke. Die war auch zu weit, die war auch im Aus.
23 zu 13. Angabe für die Nummer 7 der Gäste, Jelena Neve, eine Holländerin. Ja, bereits zum dritten Mal bei der Angabe. Schaus hat da viel Platz, bleibt trotzdem mit dem Einmannblock von Kostratz hängen. Und dann der Punkt durch Lina Meyer. 23-14. Also noch stemmt sie Sonthofen gegen die Niederlage des ersten Satzes. Ja, sie kommen auch ihre guten Spielzüge hin und mit Erfolg. Und man sieht es, es steht jetzt immer noch 23 für den SSC, aber jetzt 14 für Sonthofen. Und das war ja jetzt gut gespielt. Der Tormann, der Block nicht richtig nachgerührt. Hittlinger mit Überblick gespielt in die Lücke und sie holt den Satzball raus zum Satzgewinn für den SSC. Und Adlerower jetzt mit der Angabe zum Satzgewinn. Und da in den Block geschlagen von Schaus geht der Ball ins Aus. Punkt für Sonthofen. Erster Satzball abgewehrt. 24-15. Ja, so ist es. Den ersten Satzball haben sie abgewehrt, jetzt schlagen sie selbst auf zum Satzgewinn für den SSC. Lina Meyer, eine schlechte Angabe. Und der Punkt für den SSC. Ja, so wird es angezeigt von den Schiedsrichtern. Und damit geht der erste Satz mit 25-15 an den Schweriner SC, auch wenn die Sonthofenerinnen das hier nicht glauben können. Sagen, da war die Patricia Thormann doch noch dran und der Punkt müsste für uns sein. Aber die Schiedsrichter haben anders entschieden und damit endet der erste Satz 25-15. Ja, und die neue Arena in Schwerin hat sich erhoben zum zweiten Satz. Die Spielerinnen sind bereit, wir sind bereit und Denise Hanke beginnt jetzt mit der Aufgabe zum zweiten Satz und damit ist er begonnen und macht direkt den Punkt. Ja, direkt den Punkt von Denise Hanke. Wie gesagt, die gefürchtesten Aufschläge in Liga 1 der Volleyballfrauen und hier zeigt sie es stellt sie es unter Beweis. 1-0 Führung für den SSC. Und wieder eine gefährliche Angabe. Da müssen sie aus dem Halbfeld schlagen. Und die Möglichkeit für den Schweriner SC gut aufzubauen. Aber da stand der Block. Der Sonthofener. Und damit der Punkt zum 1-1. Elena Neve. Auf beiden Seiten jetzt ein guter Block. Und da haben sie die Lücke im Block gefunden, die Lina Meyer. Und die erste Führung für Sonthofen in diesem Spiel, 2-1 im zweiten Satz. Ja, richtig. Also, wie gesagt, der Trainer der Gäste hat wahrscheinlich nochmal richtige Worte gefunden. Und die Mädels setzen das wahrscheinlich auch jetzt gut um und führen hier nun zum ersten Mal im Match heute Abend mit 2-1 im zweiten Satz. Und wieder, das war die kurze Variante gespielt. Eine Kleve nimmt den Ball da ab und legt ihn einfach nur rüber. Das war gut gespielt. 3-1 zu Sonthofen. Ja, und wenn man den Tore beobachtet, dann denkt man schon, oh, hoffentlich kommen jetzt nicht diese obligatorischen Minuten, die der SSC sich immer so manchmal nimmt und damit auch eigentlich immer einen Satz abgegeben hat in den bisherigen Bundesliga-Partien, außer gegen den VCO Berlin 3-0 gewonnen hat. Aber naja, wollen wir hoffen, dass es nicht so ist. Ja, jetzt erstmal das 3-2 für Schwerin und Bendula Alarova mit der Angabe. Alarova holt den Ball rein und der Block von Janine Volker geht ins Aus und damit wieder der Punkt für Sonthofen 2-4.
Lina Meyer mit Angabe jetzt. Kurz gespielt. Und Adlerow aus dem Halbfeld ins Netz. 2-5. Ja, da ist auch ein längerer Kreis gleich zu sehen bei den Schwerinerinnen. Ja, auf alle Fälle. Ja, die müssen sich jetzt selbst erst wieder im zweiten Satz finden, habe ich das Gefühl. Aber ich setze auf sie und sie schaffen das auch. Das ist gar kein Thema, glaube ich. Ja, scheitern aber erstmal. Ja, bislang sieht es noch nicht so aus. Also auch Turi guckt nicht mehr ganz so entspannt im Moment. Und nimmt da jetzt auch die Auszeit. Kurzer Blick zum Schiedsrichter und dann die Entscheidung Auszeit. 2-6, Patricia Thormann war da gescheitert an Sandra Ittlinger. Und dann schauen wir bei Ture mal genau hin und versuchen mal ein bisschen Lippen lesen. Ich bin da der Meinung, einer richtig draufhauen gehört zu haben. Richtig raufhauen auf den Ball. Nicht so zaghaft. Ich bin kein guter Lippenleser, also da muss ich jetzt völlig im Dunkeln tappen. Aber er wird die richtigen Worte finden, da bin ich mir sicher, um die Mädels wieder auf Kurs zu bringen. Ja, leicht gefruchtet. Nadja Schaus. Ja, super gemacht von Nadja Schaus und Denise Hanke, glaube ich, hat ihn verwandelt eben und ja, nun steht es 3-6. Ja, es war genau andersrum, Denise Hanke mit der Kurzablage auf Nadja Schaus und Nadja Schaus dann jetzt auch mit der Angabe. Ins Netz. 3-7. Und man reibt sich erneut in dieser Saison in Schwerin, verwundert die Augen. Ja, auf alle Fälle. Also selbst die Sonthofen, da gucken, glaube ich, ungläubig schon. Damit haben sie wohl selbst auch nicht gerechnet. Aber der Punkt diesmal geht jetzt an den SSC und das steht 4-7. Ja, Janine Völker mit einem überlegten Ball in die Seite gelegt, auch wirklich nicht hart, sondern platziert gespielt. Und Patricia Thormann. Mit der Angabe. Und auch wenn der Ball da ins Aus geht und der Punkt für den Schwerinerinnen ist, wieder hat man gesehen, dass der Block da nicht rechtzeitig reinrückt. Ja, der kam eindeutig zu spät und dadurch war die Chance da und dann ging der Ball ins Aus und Schwerin 5-7. Diesmal steht der Block von Janine Völker. Aufgelegt auf Kaufeld und die scheitert am Block. Und technische Auszeit beim Stand von 5-8 für Sonthofen. Und jetzt hat Ture Alexandersen nochmal die Chance, auf das einzugehen, was er eben nicht die Zeit noch hatte in der Auszeit, weil es scheint einiges zu sein, was er da noch zu sagen hat. Weil damit kann er nicht zufrieden sein und damit ist er auch nicht zufrieden, was man allein an seiner Gesichtsfarbe sehen kann. Gesichtsfarbe, Gestik, ist doch logisch. Kein Trainer ist zufrieden, wenn die Mannschaft hinten liegt, wenn sie nicht das spielt, was man sich vorstellt, was er sich vorstellt. Und da ist die technische Auszeit natürlich ein willkommenes Ding, um jetzt mal die Mädels hier nochmal einzustimmen auf dieses Spiel, auf diesen Gegner. Jetzt, wo sie jetzt von rechts nach links spielen, vielleicht... Ich weiß der Gott, was er ihm erzählt, aber er wird ihm was erzählen und das wird wahrscheinlich auch Frucht. Ja, jetzt versuchen Spielerinnen hier die Halle mitzunehmen, sich ein bisschen Motivation noch von außen zu holen. Weil auch das ist etwas, was Ture heute vor dem Spiel sagte. Volleyball ist viel mental, viel Emotion und die muss man im Griff haben, sonst wird er nicht. Ja, ich habe auch gehört, dass das Spiel in Aachen, die Aachener Fans ihre Mannschaft so nach vorne gepeitscht haben, dass für die es möglich war, Berge zu versetzen. Und das war es für sie eigentlich. Denn keiner hatte eigentlich auf den SSC-Niederlage gewettet in Aachen. Und man sieht ja, was Zuschauer bewirken können. Und
Laut Aussagen vom Trainer war das dort eine mentale Unterstützung durch die Zuschauer dort in Aachen, dass die Mannschaft ein Spiel aufgezogen hat.